Wenn die Axt in der Kopf platzt, heißt es Platzax. Platzax 46, ich bin Fatto Fatbeats, zu meiner Linken hier die Legende, lebende Legende, böse Mann. Die immer noch lebt. Placo, was geht? Was geht ab? Geht. Wie läuft's? Immer noch Buckel hoch? Es geht nach wie vor. Jetzt geht langsam wieder den Buckel hoch. Okay, okay. Weil es ging ja, bis gestern war ich auf, bis gestern auf Antibiotika. Ja. Hey, von dieser Halle, ich weiß nicht, was da für Viren drin waren. Die haben mich zerlegt. Ich war bis gestern auf Antibiotika, okay. Langsam aber sicher. Heute, ich war voll blass und so richtig, weißt du, so Todesleiche. Da habe ich mir gedacht, ich gehe ein bisschen Solarium und habe mir voll die Fresse verbrannt. Ja, also ich dich darstellen wie so eine Leiche. Ich habe mir auch irgendwas eingefangen die Tage. Ich lag flach, Placo. Jetzt geht es ein bisschen bergauf. Ja. Genau. Das ist auch der Grund, warum wir die letzten Tage auch gar nicht irgendwie uns gestreamt haben, aber kommt demnächst. Genau, was gibt's Neues hier auf dem... Gestreamt? Ja, wir wollten ja streamen auf Twitch. Ach so, bei dir, auf deinem Twitch-Kanal. Ja. Stimmt, da gibt ja auf Boxkämpfe und so weiter. Da haben wir gesagt, da tun wir ein bisschen drauf reagieren. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau. Nein, aufgeschoben ist auf... Aufgeschoben ist reingeschoben. Apropos reingeschoben, was geht denn ab? Ich hab, guck mal, ich sag mal so, ich hab etwas gehört. Ich hab etwas gehört und ja, ihr habt davon berichtet. Die Gerüchteküche genau, brodelt. Genau, die Gerüchteküche brodelt, genau. Ich hab da was gehört. Was denn? Placo, über einen Rapper, Sänger, der irgendwie momentan zeitlich, glaube ich, gar nicht am Start ist, weil er anderweitig beschäftigt ist, auf Urlaubstrip oder was geht? In der letzten Platzsachsfolge haben wir ja gesagt, dass wir den Manuelsen gerne einladen wollten. Ja? Ah, genau. Mit dem AfD-Politiker zusammen. Richtig, ja. Und der AfD-Politiker, der hat ja zugesagt soweit. Und der Manuelsen, der ist auf Urlaub oder irgendwie Mallorca. Auf der Manuelsen. Okay, aber was macht das? Der Urlaub? Ich weiß okay. nicht, ja, der hat so Auftritte oder sowas. Keine Ahnung. Auf dem Ballermann. So sieht es zumindest aus, Placo. Boah, meine Die Deutschrap-Szene, die driftet richtig dreckig dahin irgendwie. Wo sind die Sangria-Eimer? Leck mich am Arsch. Wir bleiben lieber beim Wasser, Placo. Ja. Lass mal die Sangria faxen. Ja, aber das ist doch Ballermann-Modus, Sangria. Hello. Nee. Das ist Fasching. Liebe Rapper. Ich weiß nicht, also ich kenne nur... Ja. Liebe Rapper, wenn der Ballermann nicht mehr ist, dann das ist ja bald dann schon wieder Fasching. Ne? Da kann man dann, hello. dass wir gerade bei Fasching sind. Fasching ist ja so... sorry, aber ich kann nicht mehr, Alter. Muss ich dir so vorstellen. Das sind Videos... Wie der Manuelsen auf dem Ballermann. Ne? Das ist ein König im Bierzelt irgendwie. Das ist die Location. Ich dachte, das ist der König im Schatten. Der König im Schatten ist jetzt, wie sagt man, transformiert zum König im Bierzelt. Aber irgendwie hat es doch auch was. So, okay, weißt du, okay. So mit Bierkrug so rumgegrölt. So. Ballermann 6, Ballermann Party. Ich habe keine Ahnung. Ja, normalerweise ist ja der Herr Jürgen Drews
Ist das schon gut, das zu sein? Oder? Nein, im Ernst jetzt, normalerweise. Ne? Wenn ich mir so ein Bier-Ballermann-Ding da, verstehst du, sehe ich normalerweise Jürgen Drews, aber auch, ja. Gut. Ja, Moment, ey, langsam. Ja. Leon Mascher ist auch ein Ballermann. Ja, stimmt, der Leon Mascher, ja, natürlich. Aber Leon Mascher ist... heißt schön ein dort. Ja, genau. Der ist doch letztens gekommen, da auf der Boxgala. Stand er plötzlich hinter mir. Irgendwas, so ein Ding, mein Löwe, mein Bär. Ja, ich habe das auch nicht gecheckt, nur hinterher. Ja, was ist denn das? Was hat das ist, da ist so ein Ehepaar, okay? Und so die Ehefrau, die sagt immer zu ihrem Mann, mein Löwe, mein Bär, und da kocht immer, schneidet so. Genau, diese Janim, Manim, weiß das nicht was. Und der voll so, ja, hier Schatz, und hier Steak, und hier kocht was, irgendwelche Gerichte und so. Der hat sozusagen die Rolle der Frau übernommen. Ja, kann man so sagen. Die Frau, die tut das so auf. Die Kochkünste, sage ich mal, ja. Okay, und die Frau tut das sozusagen motivieren, indem sie ihn dann so lobt wie Maschlanjani, mein Löwe, mein Bär. Genau. Und deswegen so, da ist der Leo Maschlanjani im Richtigen geraten. Da hast du ja nur so geguckt, so, wow, was geht? Was ist das? Was sind wir bei mir? Und ich war ja daneben. Ich hab das gar nicht gecheckt, der lacht sich Arsch ab. Ja. Ich stehe vorher auf dem Schlauch, so was labert der, weißt du? Und dann hinterher sehe ich so auf seinem TikTok und dann erst ich merke, so, okay, weil die Leute da kommentiert haben und so. Im Nachhinein haben mir das dann auch so ein paar Leute gesagt, das ist irgendwie so ein Spiel, was keine Ahnung hat. Ja. Aber also die Leute, die sind voll auf diesen TikTok-Modus irgendwie, so diese Challenges und Spiele und mein Löwe, mein Bär, mein... Ja, da sieht man. Mein Pisser, mein keine Ahnung was. Ja, da sieht man, da können wir gar nicht mithalten bei solchen Geschichten. Ah, will ich auch gar nicht, ganz ehrlich, will ich auch gar nicht. Nee. Es reicht ja, wenn wir uns jetzt Shows geben von Rappern, die am Ballermann 6, ihre 16 Bars ballern. Ne? Also, ja, man muss sagen, man muss den Hund an der Schnauze packen. Man muss den Hund an der Schnauze packen. Die Rap-Szene, die hat sich verändert. Die Rap-Szene hat sich verändert. ob das jetzt positiv ist oder negativ, ist mal dahingestellt. Aber ich glaube, der Manuelsen geht schon in die Geschichte der Rapper ein, so als der erste Rapper oder Gangster-Rapper, oder so Gangster-Rapper, genau, der auf dem Ballermann auftritt, als König im Bierzelt. Okay. Oder ist es die Art von irgendwas? Musik. Irgendwas habe ich mitgekriegt. Es ist irgendwie so eine Challenge anscheinend. Das heißt, der am Ende gewinnt den Titel König im Bierzelt. Okay, aber was für eine Challenge? Oder? Ich habe keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Okay, ist auch nicht schlimm. Macht ja nichts. Okay. Ne? Aber wir können uns ja gerne mal so einen Ausschnitt von den Videos angucken mit dem Ballermann-Auftritt. Okay. Ja, Flacco. Okay, gut. Das könnte ich dir erzählen, das jetzt check ich warum. Okay. Aber Placo, jetzt mal zu der anderen Geschichte. Hat er sich jetzt nicht gemeldet oder hat er jetzt kein Interesse, das, wofür er steht, wofür er sich einsetzt oder eingesetzt hat? Nein, hat er nicht, weil der Rubel muss rollen. Und wie gesagt, in der Deutschrap-Szene, da rollen nur noch Köpfe, da rollt ja kein Rubel mehr, schon lange nicht. Aber ich finde das richtig, richtig schade. Weil das ist nicht die Chance. Jetzt hat er die Möglichkeit, warum? In einem kontroversen Gespräch seinen Senf dazu zu geben, ja? Und einem Menschen, den er eigentlich oder die eigentlich für Rassismus oder vorverurteilt werden, genau, für Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort, hier auf unserer Couch, auf unserer Therapie-Couch sozusagen, das dem Mann oder den Männern mal ins Gesicht zu sagen. Okay, Placo, wer ist denn das genau beim Namen, der zu uns kommt? Aber das ist der Matze Albrecht.
der ist Vorstand beim Kreisverband, AfD-Kreisverband Brandenburg an der Havel. Okay, okay. Aus dem wunderschönen Brandenburg an der Havel. Der wird sich die Mühe machen und die Fahrt und den Weg auf sich nehmen, um uns hier zu besuchen und hier auch uns sozusagen uns zu stellen und die Fragen zu stellen. An die Community da draußen, wir würden dem von der Community auch einige Fragen stellen. Genau. Die Fragen richtet ihr bitte an Instagram Platzaxt, das ist unten verlinkt. Aber können wir hier noch mal kurz einblenden? Für die, die es noch nicht abonniert haben, könnt ihr abonnieren, weil dann seid ihr auf dem Laufenden, was da Sache ist, was da läuft. Bitte eure Fragen an unser Platzaxt-Profil richten. Und wir werden uns die Fragen dann auspicken, sozusagen. Und wie viele nehmen wir? 10, oder? Wir nehmen 10 Fragen. Wir nehmen 10 Fragen, genau. Okay. Und werden dann sie dem Matze Albrecht dann sozusagen stellen. Und mal schauen, was er uns zu melden hat. Ja? Das wird dann im Dezember sein, Anfang Dezember, also in der ersten Dezemberwoche ist er da. Vorher noch, das ist auch was ganz Feines, vorher noch am 30. ist Carsten Stahl bei uns. Ja, stimmt, ja. Der hat am 30. zugesagt, stimmt. Der ist am 30. hat er nicht zugesagt, sondern der hat uns am 30. den angeboten. Genau. Der nächste Termin, das wäre also der 30. Und es wird eine kranke Runde, weil Werner Frankfurt wird auch mit in unserer Runde zusammensitzen. Perfekt. Das wird eine brutale Runde, würde ich mal sagen. Das wird eine brutale Runde. Ja. Genau. Unterschiedlicher können die Menschen nicht sein. Desto feiner ist es, wie gesagt, egal wie hoch die Unterschiede sind, uns verbindet der Kinderschutz. Es wird auf jeden Fall eine kranke Nummer, eine geile Sache. Das sind doch ganz, ganz feine Männer. Das sind feine Männer, auf jeden Fall. Das sind feine Männer, das sind gestandene Männer, die, die mit Gespräche man auf Augenhöhe führen kann, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, sehr drauf, auf jeden Fall. Das wird... Es wird was richtig Schönes, es wird was Krankes, würde ich sagen. Weil es gibt genug zum Kotzen, so, weißt du? Wenn man sieht, was da gerade abläuft. Ja, die Rapper müssen schon auf Ballermann 6 auftreten, weil nichts mehr geht. Die Krise hat uns überrannt, sagen wir es mal so. Ja, wenn man jetzt, das sind auf jeden Fall wichtige Themen, die man ansprechen muss. Richtig. Der Krieg tobt in allen Ecken, Raketen sind in Polen eingeschlagen. Also es wird, der Krieg kommt immer näher. Krieg, Mann, das ist echt krass, Blatt. Der Krieg kommt immer näher. Ja. Ja. Und müssen wir mal schauen. Ne? Aber Plago, noch eine einzige Frage hätte ich zurück zu dem Thema Manuelsen. Er hat doch diese Anzeige damals gemacht. Ja, komm, böse Mann, du hast doch hinter dir Leute. Und komm, du warst und hin und her, verstehst du? Das erkläre ich mit einem Satz. Du hast dich dafür eingesetzt. Ja. Jetzt erklär doch mal den Herrn netten Manuelsen. Was denn? Dass er hier die Chance hat. Ja, der hat die Chance gehabt, aber wie gesagt, man muss auch Rücksicht nehmen, weil wie gesagt, der Rubel muss ja rollen. Ne? Aber ich finde es schade, dass es geht doch nicht. Es ist selbstverständlich schade. Es ist selbstverständlich schade, weil, wie gesagt, wir haben hier damals ein Thema angeschnitten, sind drauf eingesprungen sozusagen. Ich meine, gut, ja, Manuelsen hat auch damals gedacht, komm, den Bösemann, den hetzen wir kurz ein bisschen, der geht dann voll ab und zerfetzt den AfD-Politiker. Aber wie gesagt, die Leute denken immer noch, ich bin berechenbar und können das so berechnen. Aber dem muss ich leider nicht zustimmen. Also kann ich leider so nicht zustimmen, ja, auf jeden Fall. Die Chance ist da. Als Manuelsen, als farbiger Mensch in Deutschland, geprägt von Vorurteilen und von Diskriminierung. Ja. Ja. Und ist aber auch so. Man muss schon sagen, wie es ist. Ich meine, man muss den Hund an der Schnauze packen, man muss schon sagen, wie es ist. Der Manuelsen hat es schon schwer gehabt. Oder hat es immer noch schwer in Deutschland. Ja. Die anderen mit Migrationshintergrund. Naja, vor allen Dingen jetzt... Schwarze Menschen.
haben es eigentlich schon schwer. Ja. Und deswegen wäre das eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen, hier mal auch möglicherweise der AfD eine Ansage zu machen. Seitens Manuelsen, aber wenn er nicht da ist, kein Problem, dann würde ich das übernehmen. Ist auch nicht schlimm. Ja, Mann. Ja, weil ich habe da kein Problem damit. Dann wird das so sein, Plöcker. Ja, natürlich. Will ich mal sehen, ob so ein AfD-Politiker mir die Stirn bieten kann. Ja? Und kommt mir nicht, wir sind hier nicht redegewandt oder sonst irgendwas. Ihr werdet euch wundern, wer hier die Diskussion führt. Hier gibt es keine Sangria-Eimer. Lass mal die Eimer flackern, Alter. Jedenfalls heute Abend um 23:59 Uhr auf Böse Sound TV kommt was? Fabre featuring Tsubasa mit Schicksal. Ein richtig brachialer Song. Da können wir uns noch mal kurz einen Trailer reinhauen. Wir lassen Neider unsere Füße küssen, denn die bitteren Wurzeln wurden zu süß. Ich bin frisch kriminell, Mama hat den Teufel ausgepresst. Morgen bin ich tot, denn heute sterb ich fürs Geschäft, Schakal. Sehr, sehr starkes Ding, sehr starkes Teil. Gefällt mir sehr, sehr gut auf jeden Fall. Und als ob das nicht genug ist, ja, kommt heute in einer Woche Bösemann mit Platzaxt. Wenn die Axt in deinen Kopf platzt, heißt es? Platzaxt. Und zwar der Soundtrack unserer Real Talk Runde hier oder von diesem Format, was eigentlich auch schon so ziemlich jeder kennt, das Intro, das gibt es ja als vollen Song. Den werden wir droppen dann nächste Woche sozusagen. Und als Musikvideo. Ja. Und als ob das nicht genug ist, kommt dann die Woche drauf eigentlich das eigentliche Video von Bösemann. Aber dazu wollen wir jetzt noch nicht so viel verraten. Eine Kleinigkeit kann ich aber sagen. Ja, das bitte. Wird auf jeden Fall düster. Aber gut, nichts Neues. Nein, du hast schon recht. Düster. Das wird anders düster. Ja. Das ist ein anderes Düster. Ja. Eine andere Dunkelheit. Eine andere Dunkelheit. So. Eine andere ziemlich Dunkelheit. Dunkel, muss ich sagen. Ja, also, richtig. Kann ich schon mal sagen. Finster. Genau. Finster, nicht finster, dunkel, ja. Finster. Gut ausgedrückt, finster. Genau. Also, das ist dann sozusagen die Finsternis. Ich muss die ganze Zeit lachen. Ich kann den Deutschen für mich nicht mehr ernst nehmen. Das geht einfach nicht mehr. Ich habe das noch nie so wirklich ernst genommen, aber jetzt ist, glaube ich, der Höhepunkt angekommen. Jetzt ist der Höhepunkt. Und dann heißt es, was für Mucke macht Bösemann, Alter, wenn ich mir die Frage anhöre. Yeah. Ballermann-Musik. Das ist auf den Punkt gebracht, Alter. Wie heißt dieser Satz? Ballermann? Rap. Ballermann-Rap, ja. Mann. Ballermann-Rap. Fick den Virus, Alter. Der Virus, aber der zersplittert uns. Ja, Plakor, total Schaden. So, normalerweise müsste jetzt der Serro da sein. Ja. Oder kennst du Serro? Der Fitner-Man. Ja, das ist doch die Fitner-Stimme hinter den Baba Fitner. Ja. Ja. So, hey Bruder, nein. Was sagst du eigentlich dazu, dass... eigentlich müsstest du das sagen, dass Manuel ist jetzt am Ballermann auftritt. Ja, aber warte, lass ich kurz drehen. Hey Bruder, was sagst du eigentlich dazu, dass Manuelsen jetzt Ballermann-Rap macht? Nein. Manuelsen. Was macht der was? Ballermann-Rap. Wenn die Axt in den Kopf platzt, heißt es Platzaxt. Sunshine.